Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar habe ich wieder fleißig Gold ausgegeben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, für was ich ein bisschen Gold rausgehauen habe. Ich habe da so eine kleine Tabelle schon mal erstellt. Diesmal habe ich mir nicht Temok-Sachen aus dem Auktionshaus gekauft, sondern ich habe vieles für meinen Beruf ausgegeben oder für Berufe, besser gesagt im Plural, da ich gerade so ein bisschen das Ziel verfolge, alle möglichen Rezepte bei allen Berufen zu sammeln, um einfach so ein bisschen die Collection weiter voranzutreiben. Wenn der ein oder andere von euch vielleicht meine Collection-Updates gesehen hat, weiß er, dass ich da unterwegs bin, beziehungsweise im Stream bin ich ja auch ab und an da am Sammeln. So, als allererstes kann ich euch mal kurz die Tabelle hier zeigen. Und zwar, seht ihr, ich habe da so ein bisschen schon mal eingetragen, für was ich wie viel ausgegeben habe. Insgesamt sind wir bei 1.698.000, heißt das Ganze ist hier mal in Tausenderstellen. Und ja, als alleroberstes haben wir jetzt das erste. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal so nach und nach durch. Ich logge auch ein bisschen die Charts durch. Als erstes habe ich für Alchi 522.000 ausgegeben. Und zwar, für was habe ich das ausgegeben? Einerseits habe ich natürlich so ein bisschen Sachen geskillt, wobei ich glaube, Alchi hatte ich schon fast alles oben. Ein großer Betrag floss tatsächlich da rein, dass ich hier in Alchemie der verheerten Inseln, also in Legion, hier diese Rang 3 Sachen geholt habe. Ne? Und bei denen ist es halt so, dass du die Sachen einfach immer wieder herstellen musst und das dann halt ein Proc gibt, dass die Sachen... dass du das Rezept bekommst. Jetzt ist die Problematik an der Geschichte. Ich bin hier auf einem Low-Pub-Server, auf Lothar. Und es sind nicht unbedingt so viele Kräuter immer im Auktionshaus, ne? Und wenn die drin sind, sind die halt ziemlich teuer. Heißt, ich habe halt sämtliche Kräuter hier auf dem Server rausgekauft. Und, ach ja, jetzt sind sie mittlerweile wieder günstiger. Ich habe die Sternlichtrosen teilweise für 150 Gold pro Stück gekauft. Sagen wir mal so, klingt jetzt nicht viel, aber wenn du ein paar hundert, ein paar tausend von den Zeugen kaufst, wird es halt teuer. Und das Problem ist, ihr seht, es sind ganze 12 jetzt gerade hier im Auktionshaus oder auch von den anderen Mats, ne? Es sind halt nicht viele drin und wenn sie drin waren, waren sie sau teuer. Das Gute ist, mittlerweile sind die Preise wieder gefallen. Ich habe jetzt das vor ein, zwei Wochen fertig gekriegt. Als ich die da immer wieder rausgekauft habe, haben manche Leute spitz gekriegt, die immer teurer reingehauen. Dann habe ich die teilweise relativ teuer gekauft und da ging schon einiges an Gold drauf. Vor allem... die procken halt sehr, sehr selten. Ne? Also für manche habe ich hunderte Sachen hergestellt und da kommt dann halt schon einiges zusammen an Gold. Selbiges haben wir dann auch nochmal in einer anderen Expansion, und zwar in der Scherbenwelt, also in Burning Crusade. Da ist es so, dass sehr viele Rezepte, die man hier kriegt, über Procs laufen. Und da ist es so, man kriegt eine Handvoll Rezepte beim Trainer, beziehungsweise irgendwo, ne, können die droppen, ne, beziehungsweise bei Händlern. Und etwa die Hälfte an Rezepte kommt über so einen Geistesblitz. Ein Geistesblitz heißt, man stellt irgendein Rezept aus Burning Crusade her und kriegt dann dementsprechend das andere Ding. So, jetzt ist die Kacke halt, dass das halt noch eine viel beschissenere Chance hat und ich ein paar tausend von diesen Burning Crusade Sachen hergestellt habe und auch natürlich auch wieder die Problematik. Ne? Ich kann euch mal zeigen, ich habe mir sämtliche Kräuter, die es in Burning Crusade gibt, eingespalten. Ihr seht, 0, 0, 0, 0, 0 sind im Auktionshaus, weil ich wirklich jeden Tag diese kompletten Kräuter rauskaufe, die ich brauche, um mir diese Tränke herzustellen. Und das summiert sich halt auch. Und wie gesagt, ich habe halt schon ein paar tausend hergestellt. Mittlerweile habe ich halt schon 90% von den Rezepten, die man darüber kriegen kann. Zwei fehlen noch, also die sind halt Alchemie der Scherbenwelt, ne, das ist halt auch so ein Geistesblitz, die da brocken können. Also die beiden fehlen mir noch. Und die anderen habe ich mir alle geholt und da ging halt viel Gold drauf. Nicht der größte Teil, also da gehen etwa so 200.000, 300.000 für Kräuter, die ich gekauft habe, um diese Sachen zu kriegen. Was auch noch relativ teuer waren zwei Rezepte. Und zwar habe ich mir zwei Rezepte hier gekauft. Einerseits habe ich hier das Rezept Wasser zu Untot transmutieren. Das Rezept hat mich gekostet 114.000 Gold. Klingt jetzt relativ viel für ein Rezept, aber das ist halt... Ihr seht es hier unten, Weltkreaturen, Classic World Drop, ist halt scheiß selten. Und das Ding, ich habe jetzt ich bin jetzt gerade überlegen, ich glaube, ich habe fast ein halbes Jahr jeden Tag das Auktionshaus gescannt. Das Ding war nie drin, jetzt war es mal drin für 100 irgendwas K, sofort gekauft. Jetzt das Ding auch für 200.000, 300.000 gekauft, ich sag's euch. So selten wie das ist, weil selber kann ich das nicht farmen. Das kann von jedem Mob in Classic droppen zu einer 0,00 irgendwas Prozent Chance. Also wenn du das farmen willst, dann viel Spaß. Also das habe ich mir gekauft, 114K wie gesagt. Das lernen wir jetzt auch einmal. Das ist mein letztes Alchemie-Rezept aus Classic.
hätte ich das schon mal zumindest weg. Und ja, ihr seht hier, Fiole der Sande fehlt mir noch, da bin ich am Farmen. Da habe ich ja auch eine Videoreihe, wo ich diese Kisten hier mal aufmache. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Kisten ich dafür schon gefarmt habe. Riesenrotz, das Zeug, Riesenrotz. Und das habe ich mir mit dem Hordenschar mittlerweile gelernt. Das war so eine Abwägung. Ich bin nämlich bei den mit den ganzen Ali-Chars hier auf Lothar. Das sind meine ursprünglichen Chars, wo ich halt damals irgendwann mal angefangen habe zu Classic und dann Burning Crusade, bin ich irgendwie mit allen Ali-Chars zu den Aldor gegangen. Und das Problem ist, wenn du von den Aldor zu den Seern switchen willst und du hasserfüllt bei den Seern bist, dann musst du... ich glaube, bei den Seern sind es die Augen von den Basilisken und andersrum sind es, glaube ich, das Spinnenseide. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall musst du so eine Materialie sammeln. Die kannst du selber farmen. Farmst du mal so eine gute Woche diese Materialie, bis du das hast. Also wenn, dann verbringst du scheiß viel Zeit. Und wir reden hier von weitaus mehr als 20 Stunden, wahrscheinlich eher so 40, 50 Stunden den Scheiß zu farmen. Oder du kaufst du das Zeug im Aha, was es gibt. Aber dann kannst du mal rechnen, wenn es denn im Auktionshaus ist, so 1 bis 2 Millionen Gold reinzulatzen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das machen soll, also das Gold reinzulatzen. Und dann dachte ich mir, ich kann eigentlich auch das Rezept einfach auf der Hordenseite holen. Und da habe ich noch gar keinen Ruf ausgewählt. Da habe ich einfach einen Hordenschar genommen, bin zu den Seeren gegangen, habe diese arkanen Folianten gekauft, bin schnell auf respektvoll hoch und habe mir das Rezept geholt. Und ich glaube, das ist auch sogar in der Liste drin. Genau, Horde-Eichi. Ich habe jetzt aufgerundet auf 1000 Gold, aber es waren, glaube ich, 800 Gold, was mich das gekostet hätte. Hätte ich das Ganze auf der Ali-Seite hier gemacht mit dem Char, dass ich es halt auf einem Char habe, hätte ich wahrscheinlich 1 bis 2 Millionen Gold gezahlt. Dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich will das Rezept auf dem Account haben, es muss nicht auf einem Char sein. Bevor ich da ein paar Millionen zahle, zahle ich lieber einen Tausender und habe das. Also da habe ich mir schon mal ein bisschen was gespart. So, und das zweite Rezept, was ich mir hier noch geholt habe, ist einmal ein Rezept, ihr seht es, das has been removed from the game, also das ist ein Rezept, das hat es irgendwann zu Burning Crusade mal im Silberwald gegeben. Mit Cataclysm wurden ja die Sachen neu gestaltet und dementsprechend ist das Rezept halt seit Kata aus dem Spiel raus. Ist im Normalfall halt relativ teuer, seht hier Marktwert bzw. Region-Marktwert sind 500.000. Hier auf Lothar war es jetzt das letzte halbe Jahr für... immer zwischen 1 und 2 Millionen Gold drin. Ich habe die Person, die es reingestellt hat, auch mehrmals angeschrieben, hat mir nie geantwortet. Auch vor ein paar Tagen nochmal einen Brief geschrieben. Hier, Battletech, kannst mich adden, lass ein bisschen verhandeln, weil ich wollte halt ja keine 1 bis 2 Millionen zahlen. Und dann hat das jetzt komischerweise vor ein paar Tagen einfach für 150.000 reingestellt. War ein No-Brainer für mich. Remove das Rezept, 150.000, easy going. Habe ich mir einmal gegönnt an der Stelle. Auch das haben wir gelernt. Das ist jetzt halt... weil es ein Remove das ist, ist es halt nicht unter den Nicht-Gelernten drin. Ne? Es ist halt einfach so ein Zusatzschmankerl. Genau, das sind die Eichi-Rezepte, die ich mir halt geholt habe. Die zwei Rezepte zusammen sind vielleicht so 270, 280k und der Rest sind halt, wie gesagt, die Kräuter, die ich mir gekauft habe. Gut, dann gehen wir mal auf die nächsten Charts weiter. Schauen wir uns da das mal noch an. Dann schauen wir uns als nächstes mal Inji an. Und zwar habe ich das gleich mit ein paar Chars gemacht. Ich kann euch das einmal zeigen. Ich habe einmal Inji mit meinem Priester. Dann habe ich Inji mit meinem Shami und Inji mit meinem Worry gemacht. Ich zeige euch gleich, was das für einen Hintergrund hat. Ich habe einmal primär Inji hier auf meinem Worry. Und da hole ich mir quasi die Rezepte. Es ist aber so, dass bei Ingenieurskunst das ein bisschen blöd ist, wenn man sich die Timok-Sachen holen will. Dass man, dass ich jetzt mit dem Plattenchar, zum Beispiel hier bei den Brillen aus BFA, zwar alle Rezepte holen kann, also ich kann mir die Kettenrezepte holen, Leder und Stoff, aber ich kann halt, wenn ich die auch lernen will, kann ich halt nur die Plattensachen lernen als Plattenträger und muss dann den Beruf nochmal hochskillen und die Rezepte holen mit einem Kettenträger, mit einem Lederträger und mit einem Stoffträger. Heißt also, ich muss das Ganze viermal machen insgesamt. Und das Problem ist, bei diesen Rezepten brauchst du erstmal Expulsum, das musst du schaffeln. Das ist ein Riesenrotz. Und was noch viel blöder ist, du brauchst aus den verschiedenen Raids die Materialien, musst dann immer die Pre-Quest-Geschichten machen. Zum Beispiel beim Nasiatar Raid Eternal Palace musst du die Pre-Quest machen, beziehungsweise auch bei Nialota, da musst du dann diesen schicken Umhang hier holen, den Legendary-Umhang. Ach, den habe ich auf die Bank gepackt, oder? Ja, irgendwo hier ist der Legendary-Umhang auf der Bank. Und das musste ich quasi viermal machen, also
der Zeitaufwand war tatsächlich viel größer als der Goldaufwand und dann halt diese ganzen Raids x-mal laufen und nicht nur auf einem Char, sondern halt wie gesagt auf vier Chars. Da habe ich mir erstmal den Beruf halt, gut, mit dem Worry hatte ich den Beruf schon hochgelevelt gehabt, deswegen ist das halbwegs günstig ausgefallen. Also ich glaube, beim Worry habe ich nur 88k gezahlt. Das waren da tatsächlich nur die Kosten, um die Items herzustellen. Beim Priester musste ich Inji auch noch hochleveln, also zumindest hier das Inji im BFA hochleveln. Beim Shami musste ich es halt auch hochleveln, plus dann noch zusätzlich das Zeug craften. Und dann habe ich auf der Hordenseite hier der Horden-Inji, das ist mein Lederträger, ne? Also das ist der vierte, da hatte ich Inji auch schon gelevelt und teilweise auch die Raid-Matt-Sachen schon hergestellt, denn den Char habe ich damals zu BFA die ersten zwei Contents gespielt und da habe ich natürlich die Sachen mir schon geholt und hatte auch die T-Mox, deswegen war das relativ günstig, ne? Aber ein bisschen was ist tatsächlich schon eingefallen. Ehrlich gesagt, das Gold war das mindere Problem der Zeitaufwands. Also ich musste über x Wochen alle möglichen BFA-Raids x-mal laufen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, dass ich halt das Zeug zusammengekriegt habe. Ups, jetzt habe ich hier versehentlich den Betrag geändert. Okay, das passt. Also dafür ist das Inji-Zeug zusammengegangen, aber jetzt habe ich halt alle Brillen, die es hier gibt in BFA, in allen verschiedenen Rüstungsklassen einmal fertig. Und das war viel Aufwand, aber ist jetzt da zum Glück raus. Das Gute ist, bei allen anderen Klassen oder bei allen anderen Expansion ist es so, dass diese Brillen beim Anlegen gebunden sind und man die dementsprechend zu einem anderen Char rüberschicken kann. Da muss man auch die Rezepte nicht lernen, braucht dann, glaube ich, bloß einen gewissen Inji-Skill, zum Beispiel hier Inji Skill 1, kann ich dann alle auf dem Worry herstellen, zu den anderen rüberschicken und kann das T-Mog lernen. Da ist es dann nicht das Problem, muss man nichts hochskillen, aber in BFA sind sie halt blöderweise sehr eingebunden. Dann bin ich als nächstes auf meinen Shami gelockt. Hier war ja unter anderem das mit Inji, ne? Also wie gesagt, ich habe halt hier den BFA-Inji hochgelevelt und dann natürlich alle Kettenbrillen mir einmal hergestellt. Hier die anderen brauche ich ja dementsprechend nicht, weil die Rezepte habe ich dann auf dem Worry. Was ich euch hier noch zeigen wollte, ich habe natürlich auch noch ein bisschen Gold ausgegeben für Juve bei dem Shami. Und zwar geskillt hatte ich das Ganze schon, aber hier ist es auch so, dass es Rezepte gibt über die Raid-Instanzen. Und da müssen wir jetzt einmal runter in Kultiras, Edelsteine, Massensonde, hier in Ringe, genau. Und hier musste ich halt dann auch wieder in den verschiedenen Raid-Instanzen die Mats holen. Das Gute ist, wenn man die für einen Beruf holt, kann man die für den anderen auch mitbenutzen, ne? Also ich kann dann einfach hier einen Ring herstellen, den an dem Scrabber wieder klein machen und dann für die gleichen Mats, zumindest die Raid-Mats, kriegst du zurück, kannst du dann die Inji-Sachen herstellen. Deswegen hatte ich quasi auf den Chars, für die ich für die anderen Berufe reingehe, dann nochmal zusätzlich Inji geholt. Und hier habe ich halt dann einiges an Gold noch zusätzlich ausgeben müssen für die zusätzlichen Mats, ne? Also die Edelsteine, beziehungsweise Krakenauge ist halt relativ teuer und dort bin ich auch leider noch nicht ganz fertig, denn ich brauche hier jetzt noch ein paar Ringe, die ich herstellen muss, um dementsprechend die höheren Ringe zu kriegen. Und dafür brauchst du zum Beispiel hier diese grüne Hart und die sind halt schweineteuer, ne? Hier brauche ich zum Beispiel 35 Stück, da kostet einer Maha 5000, sind aber auch nur eine Handvoll im Auktionshaus. Und was ich da halt immer jeden Tag mache, dass ich hierher gehe und das Osmoniterz rauskaufe und das quasi klein mache. Hier sind jetzt zum Beispiel 181 drin. Ich könnte jetzt mal alles rauskaufen. Komm, nehmen wir die 17 noch mit. Und das hat jetzt 17.000 irgendwas gekostet. Das können wir noch mit eintragen. Und dann habe ich halt eine kleine Chance, da die Sachen rauszukriegen. Ja, ich kann euch mal zeigen, wie viele Dinger ich jetzt dadurch rauskriege, wenn ich da 17k ausgib für. Also jetzt habe ich hier 180. Und wo haben wir das Ding? Ah, Massensondieren. Ne, ich kann jetzt 9-mal Massensondieren. Ich habe jetzt 15 Stück, jetzt habe ich 16, 17, ja, da haben wir nichts gekriegt, 18, 19, 20, 22, also jetzt haben wir ein paar von den Dingern gekriegt, nicht sonderlich viele und ich habe einfach 17.000 rausgehauen, ne? Und das ist halt ein bisschen die zähe Angelegenheit, denn ich brauche halt hier nicht nur 35 und da 40 von den Teilen, sondern ich muss dann halt nochmal den zweiten Rang einmal herstellen, dass ich das Rezept für den dritten Rang kriege. Und dann brauche ich halt hier
nochmal 45, nochmal 40 plus die anderen. Also das sind 150, 200, irgendwie sowas um in der rum brauche ich von den Teilen, dass ich dann insgesamt alles craften kann. Und so viel Osmoniterz ist halt schlichtweg einfach nicht im Auktionshaus. Ne? Da muss ich halt jeden Tag gucken und die sind halt relativ teuer. Also jetzt können wir die 17k hier nochmal eintragen. Wo haben wir es? NG Shami. 187, da wird es dann gleich nochmal ein bisschen teurer. Dann habe ich auch noch ausgegeben für eine Schmiedekunst 145k. Und zwar habe ich mir da einmal auch wieder in BFA ein paar Sachen geholt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, genau, ich hatte ihn, glaube ich, ein bisschen noch hochgelevelt und dann hatte ich mir hier diese ganzen Timok-Sachen auch von den BFA-Raids besorgt, ne? Weil ich bin dann parallel hier das mit dem zweiten Account mit die ganzen Raids und Dungeons gelaufen und habe mir dann die Mats zusätzlich mitholen können. Das war dann ganz entspannt. Dann konnte ich das quasi in einen Aufwasch machen. Und ich hatte ja alle Rezepte schon mit Main. Also es ging jetzt hier nicht um die Rezepte, aber mein Main ist halt Druid. Hatte zwar die Rezepte, die Sachen sind seelengebunden, ne? Und deswegen konnte ich halt die Timok-Sachen nicht lernen. Dann habe ich das hier dementsprechend gleich mitgenommen. Und das hat, wie gesagt, jetzt 145k gekostet für die Erze bzw. die anderen Materialien, um die zu holen. Das war soweit, was ich auf der Allianz gemacht habe. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Hordensachen. Dann kommen wir als nächstes zu meinen Horden-Chars. Und zwar habe ich da auch einiges ausgegeben. Den Horden Inji hatte ich ja euch schon erzählt, ne? Das war die Geschichte, dass ich da halt dann auch dementsprechend die Rezepte bzw. das Timok mitnehmen konnte. Dann habe ich hier auch noch Lederstoff-Char, da habe ich relativ viele ausgegeben, 297k. Und zwar habe ich das Gold einmal dafür ausgegeben, dass ich mir bestimmte Rezepte holen kann. Und zwar kann ich euch das jetzt einmal hier im All the Things zeigen. Es ist nämlich so, es gibt ein paar Rezepte, die du nur auf der Hordenseite kriegst. Normalerweise kriegst du eigentlich 99% auf beiden Seiten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich euch das hier einmal zeigen kann. Ich glaube, bei Schmiedekunst habe ich noch eins drin. Genau, hier gibt es zum Beispiel in Nordend einen Plan. Da steht unten dran nur Horde. Das sind alles Rezepte, die es in der Prüfung des Kreuzfahrers gibt. Das ist ein Raid-Instanz in Nordend. Und da ist es so, dass es für Allianz und Horde verschiedene Rezepte gab, weil auch die Sets da verschieden aussahen. Also die Raid-Sets, das waren halt wie so Art PvP-Sets, da gab es eine Horden-Version und eine Ali-Version und dementsprechend gab es halt auch, oder gibt es immer noch, alle Rezepte einmal für Allianz, die ein Aussehen, bestimmtes Aussehen hatten und alle Rezepte auf Horden-Seiten, die bestimmtes Aussehen hatten. Ne? Und ja, dann kann man die Rezepte halt nur mit der Horde farmen und die anderen Rezepte nur mit der Allianz. Deswegen habe ich mir jetzt hier mit dem Horden-Char die Schneider-Sachen geholt. Ihr seht jetzt hier, Ding ist schon einmal raus bei Schneiderkunst, Red of the Lich King. Einmal schon fertig tatsächlich. Habe ich mir alle Rezepte jetzt aus Maha gekauft, beziehungsweise ich habe auch ein paar selber gefarmt. Und Lederer, seht ihr, ist hier gar nicht mehr drin. Also da habe ich 100% der Rezepte, weil ich die quasi mir auch schon geholt habe. Jetzt können wir mal gucken. Das müssten diese Rezepte alle sein, genau. Die sind, glaube ich, alle aus, genau, hier, Wottel, der Inni. Das Gute ist, ich hatte damals die Chars zu Draenor, habe ich mir die Berufe hochgezogen. Da konntest du mit den, glaube ich, aktuellen Draenor-Mats einfach den Balken hier hochballern. Das war ganz angenehm auf den Draenor-Ding. Deswegen habe ich sonst hier sind ja nichts anderes großartig an Rezepten, sondern einfach nur das hochgezogen, nie Rezepte gekauft. Und jetzt konnte ich das einfach lernen. Da musste ich zumindest hier keine Skillkosten rein zahlen. Ne? Also die haben auch alle nicht viel gekostet, die Rezepte. Das waren zwischen 500 Gold und 10.000 haben die Rezepte gekostet. Das ging alles. Jetzt ist es aber dennoch so, dass ich 297k ausgegeben habe. Und es liegt daran, dass ich mir auch noch zwei Rezepte gekauft habe. Und zwar einmal Muster-Sterngürtel und dann einmal bodenlose Tasche. Und das kann ich euch zeigen. Das sind zwei Schneiderrezepte. Die sind beide Classic. Und das sind beides Classic World Drops. Die habe ich halt mit meinem Schneider auf der Ali-Seite nicht. Der ist halt auch auf Lothar und das Problem ist, dass das World Drops sind, wo ich seit einem halben Jahr täglich ins Auktionshaus gucke und die seit einem halben Jahr
oder sogar mehr als einem halben Jahr nicht im Auktionshaus auf diesem Server sind. Ich hätte zwar lieber das alles auf dem einen geholt, aber wenn die Dinger nicht drin sind, dann kann ich mir die Rezepte nicht kaufen. Und das sind halt, wie gesagt, Classic World Drops. Das Zeug kannst du quasi nicht farmen, da musst du halt Glück haben. Also alleine schon, dass auf dem einen Server niemand diese Rezepte gekriegt hat in einem halben Jahr, sagt halt schon mal viel aus. Hier, da ist ein bisschen ein größerer Server, da konnte ich sie mir kaufen und das ging. Ne? Also das eine Rezept habe ich hier für 137.000 gekauft und das andere für 124.000. Also beide Rezepte zusammen machen vielleicht 260.000 aus und dann könnt ihr euch ausrechnen, die restlichen 30.000, 40.000, haben die anderen Rezepte ausgemacht, die ich mir gekauft habe. Also das ist schon wirklich der große Klumpen. Ich kann die jetzt hier einmal lernen, dann habe ich die nämlich schon mal weg. Und dann sieht es nämlich bei Schneiderkunst auch schon sehr gut aus. Fallen die Classic-Rezepte raus. In Cutter ist halt so ein World-Drop, der leider seelengebunden ist. Den kann man unter anderem von diesen Cutter-World-Bossen farmen, die in den verschiedenen Gebieten unterwegs sind. Zum Beispiel gar in Mount Hyjal, ne? Und die spawnen halt, glaube ich, alle 5-6 Stunden oder so. Die muss ich farmen, haben halt auch eine richtig beschissene Chance. Aber das wird so eine langfristigere Sache. Und die anderen Sachen bei Schneider, das ist noch eine Quest, das ist auch eine Horden-Quest. Die müsste ich mal angehen. Da muss ich halt einfach quasi dieses Item bauen in BFA, dieses Special Item, da musst du, glaube ich, Max Skill sein und dann gibt es einfach eine Quest, ne? Also es ist kein Rezept, sondern einfach eine Quest und die Sachen, die in den Shadowlands noch fehlen, das sind tatsächlich die Legendary Rang 1, 2, 3, 4 Sachen. Die Geschichte ist, die werde ich aktuell noch nicht machen, also ich kann euch zum Beispiel zeigen, jetzt hier auf dem zweiten Account, ne, der ja auf demselben Battle.net ist, habe ich zum Beispiel diese Gedöns schon geholt. Also wenn ich jetzt hier auf Schneider gehe und dann hier reinschaue, seht ihr, ich habe die ganzen Rang 4 Sachen. Das ist jetzt auch auf der Seite Data for Azeroth, ne, ist das gespeichert, weil beide Accounts zusammenzählen, weil sie auf demselben Battle.net sind. Für das Addon jetzt zum Beispiel hier, All the Things, das trackt halt nur einen Account, weil das den zweiten Account nicht tracken kann und deswegen sind die da nicht drin. Ich werde die aber trotzdem für All the Things auch nochmal holen, diese Rang 1, 2, 3, 4 Sachen, aber erst dann, wenn Patch 9.25 raus ist, dann kann man die nämlich wesentlich easier skillen, dann kriegt man, ich meine, nicht mehr 5 Punkte für ein Skill-Ding, sondern 25, ne, und dann geht es halt 5-mal so schnell, also deswegen werde ich da noch ein bisschen warten, aber theoretisch fehlt mir jetzt bei Schneider auch nur noch das eine Rezept, was halt ziemlich kacke zu holen ist, genau. Und Lederer, wie gesagt, ist komplett raus, da habe ich mir die Sachen hier geholt. Das Einzige, was mir jetzt aus der Prüfung des Kreuzfahrers noch fehlt, ist ein Schmiedekunstrezept. Das war leider nicht im Auktionshaus. Wir können jetzt an den Spaß oder der Freude mal kurz nachschauen, ob es drin ist. Aber wahrscheinlich, ich habe heute schon ein, zwei Mal gecheckt, ne? Das wird jetzt sicher nicht drin sein. Sonnen... Weckt meine Tastatur wieder alle Buchstaben dreimal. Ich habe mal Cola über die Tastatur geschüttet. Und seitdem ist ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Nee, ist nicht drin, ne? Schade. Schön wäre es gewesen. Gut, also so viel dazu. Dann kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Schmiedekunst habe ich 98.000 ausgegeben. Da war es dafür, dass ich Schmiedekunst skillen musste auf Max-Skill auf 75 in Nordend. Und dann die Rezepte gelernt habe, ne, die man aus dieser Innie gekriegt hat. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Hier steht jetzt auch nicht dran. PDOK, so rum, jetzt ist mir wieder eingefallen, genau. Dann Alchi, was ich vorher erzählt habe, das war das eine Rezept, was man halt von den Sehern kriegt. Da habe ich 1000 Gold gezahlt tatsächlich, um halt die Seher auf respektvoll zu kriegen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Hab das eine Rezept gelernt und damit ist das halt raus. Deswegen ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Alchi gehe, ist jetzt halt auch nicht mehr viel drin. Die Fiole der Sande ist drin und diese zwei Rezepte, was ich halt über diese Dings brauche, ne? Über diesen Gedankensprung da oder wie das heißt, Geistesblitz so rum. Das ist halt zweimal drin, was einmal unter Entdeckung, einmal unter Flask drin ist. Genau. Ich muss nur so eine Quest machen tatsächlich. Ali-Quest muss ich mir auch irgendwann mal angehen. Aber erstmal geht es mir nur um die Rezepte. Und dann schauen wir mal, was halt das nächste ausgeben. Verzauberung war auch ein Hordenrezept in BFA. Das war irgend so ein
irgend so ein Pad. Da musste ich halt kurz ein bisschen hochskillen und das Rezept kaufen. Das hat gar kein 1K gekostet. Das waren vielleicht 600, 700, 800 Gold. Aber ich habe es jetzt mal aufgerundet, ne, weil ich halt in tausende Schritten zähle. Und dann habe ich hier noch Inschriftenkunde drin. Und zwar Inschriftenkunde auf der Horde-Seite. Da ist es eigentlich auch so, dass du alles auf der Ali-Seite das gleiche ist, außer ein paar Rezepte. Und zwar kann ich euch das hier mal zeigen. Das sind Verträge, ne? Und das Blöde ist, in BFA ist es so, dass es auf Horden- und Ali-Seite natürlich unterschiedliche Fraktionen gibt. Bei den Allianzlern hast du dann Sturmsangental die Fraktion und in Drustwar eine Fraktion und so weiter, ne? Und bei der Hordenseite ist halt einfach dann in Zandala sind es halt Fraktionen wie Talanji-Expedition und so weiter. Und die haben natürlich unterschiedliche Verträge und dementsprechend habe ich mir eine Char geschnappt, habe den Inschriftenkunde hochgezogen, jetzt auf Max-Skill und jetzt muss ich halt Ruf bei den verschiedenen Fraktionen farmen, um mir die Rezepte zu holen, ne? Das Hochskillen auf Max-Skill hat mich 41.000 Gold gekostet für Inschriftenkunde. Ging eigentlich, also wirklich von 0 auf 175, das war relativ entspannt. Ich habe mir einfach Kräuter gekauft, die klein gemalt. Wenn ich, glaube ich, die fertigen Tränke oder diese fertigen Tinkturen, wie das Zeug heißt, im AHA gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich 300.000, 400.000 ausgegeben. Aber dadurch alles selber gemalt habe und das Zeug zusammengesetzt habe, war es relativ günstig. Hat aber sehr lang gedauert und wenn ihr das macht, es gibt eine VZ auf die Handschuhe, wo ihr deutlich schneller in BFA Sachen craften könnt. Und wenn ihr ein paar tausend Sachen umwandeln müsst, dann empfehle ich das. Ich habe das erst nach der Hälfte gecheckt, aber naja, so viel dazu. Genau, das ist das, was ich für Horden quasi ausgegeben habe. Wie gesagt, da war es ein bisschen weniger. Das Teuerste waren diese zwei Rezepte, die ich mir jetzt da geholt habe. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich drauf habe. Und zwar habe ich noch ein bisschen Gold für den Mage Tower ausgegeben. Ich habe einmal 70k mit einem DK ausgegeben und 109k mit einem Schurken. Ich habe das jetzt mal so rekonstruiert aus dem TSM tatsächlich. Da kann man ja sich so ein bisschen die Graphen angucken, wann man wie viel gezahlt hat. Irgendwie dachte ich zwar, dass ich wesentlich mehr rausgehauen habe, aber okay. Das sind jetzt so die Daten, die ich da rausziehen konnte. Für was habe ich das Gold ausgegeben? Und zwar, wer das nicht kennt, was Mage Tower gemeint ist, es gibt ja diesen Magierturm und da kann man quasi dann den Legion Mage Tower nochmal spielen. Man wird halt mit dem Gear runtergescaled und wenn man dann halt diesen Mage Tower schafft, kriegt man jeweils einen T-Mog mit der Klasse, beziehungsweise wenn man alle 7 Challenges hat, kriegt man einen Mount. Das ist dieser Magier. Das ist. Genau, das Mount kriegst du. Ne, hatte ich auch schon Mount Guide zugemacht. Hier dieses Buch sieht eigentlich ganz schick aus, kann man nichts sagen. Und wenn man halt alle 36 Challenges hat, kriegt man nochmal einen Special Erfolg. Da bin ich gerade so ein bisschen dran. Mittlerweile habe ich halt 23 Challenges und dementsprechend muss ich halt mit jeder Klasse, mit jedem Spec diese Challenge machen. Dazu versuche ich es mir halt ein bisschen einfach zu machen, habe mir ein bisschen Gear selber gecraftet, beziehungsweise auch ein bisschen was im AHA gekauft. Und das ist halt so MOP-Gear. Das kannst du dann halt verzaubern, wenn das nicht über Stufe 50 ist und sockeln, kannst du das mit alten Sockeln, alten Verzauberungen, wie ihr seht, da kann man schon ein bisschen was supporten und dann natürlich halt alte Tränke, ne, zum Beispiel Trank der gezügelten Wut ist ein bisschen effektiver als die aktuellen, weil das ja alles im Low-Level wirst du halt runterskaliert wie im normalen Timewalker-Dungeon. Und dann gibt es halt Runen, Flask, Ring und dann, da kommt ein bisschen was tatsächlich zusammen an Gold. Ne? Das habe ich sowohl beim DK jetzt gemacht, mit dem habe ich alle Challenges jetzt schon fertig. Also Blut, Frost und den dritten Speck vergesse ich immer, unheilig, genau. Und dann habe ich auch dasselbige noch mit dem Rogue angefangen. Da bin ich aber erst relativ am Anfang. Und da konnte ich mir das Zeug nicht selber craften, sondern musste relativ viele mal Haar kaufen. Ne? Und da hatten wir jetzt bis jetzt 109k ausgegeben. Da wird es aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Genau, und ja, komplett zusammengerechnet sind es halt 1.715.000, was ich halt für die Berufsgedönse ausgegeben habe und noch ein bisschen was für Mage Tower. Genau, das war es eigentlich so von dem kleinen Waste of Money Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.